So, wir sind wieder back. Ich bin wieder back. Und zwar, wir haben NRW 8 gegen Mecklenburg-Vorpommern Uno. Und das ist das Losers Semifinals. Das heißt, wir sind immer noch in der Best of Three. Wir starten mit Herrschaft auf Inkblot Art Academy, auf Perlmutt Akademie. Wer hätte es gedacht? Und ja, ich werde immer noch akkompaniert mit Glacy the Glacian. Guten Tag. Guten Tag. Ja, wir haben ultimativ knappes Game hier gesehen. Ich glaube sogar, dass literally so 2 Millisekunden von den beiden getrennt hat. Vor allem das Spiel Clamblitz auf Snapper Kano. Das war wirklich mega. Aber Einige jetzt haben spannende Matches schon gesehen. wir in my opinion ein sehr, also in meiner Meinung nach ein unerwartetes Loser Semifinals hier. Wir haben hier Mecklenburg-Vorpommern 1 mit Marty von Innocence, Skyend, Umaru und Dazai. Umaru ist bekannt als, oh Gott, Käse und wie hieß er in Season 2? Von Checkmate. Hat er seinen Namen geändert? Ja, der heißt zwischen Umaru, das ist Käse von Checkmate. Okay. Der war auch damals in Black Clan Division 2 Luti drin. Also DSB Division 1 Niveau. Das war aber schon ein bisschen länger her, also er ist ein erfahrener Spieler. Oh, die Frage ist, was kann das Team reißen? Wir sehen eine sehr aggressive Comp von Mecklenburg-Vorpommern hier. Mit Inkjet, Bombwash, Armor und Brawler. Keine Backline. Zwei schon down. Schon schnell. Ja, wobei, NRW schon mal mit der ersten Zone hier gerade und allgemein Mecklenburg-Vorpommern jetzt erstmal ein bisschen zurückgedrängt. Jetzt kommen nochmal mit Tenter-Missiles rein, mit Suction Bomb und so weiter. Das sei hier gerade mit dem Turboblaster hier, mit dem Kenzer Turboblaster, kriegt ihr jetzt nochmal ein paar Bomben hinzugeworfen. Zum Glück war da auch noch die Armor da. Martin hier gerade über die linke Seite. Versucht ihr jetzt auch noch gerade ein bisschen was zu machen. Kriegt sogar Mevli hier. Aber trotzdem die Zone für NRW und die müssen jetzt so langsam rein. Ja, für Mecklenburg-Vorpommern wahrscheinlich. Ja, jetzt schon. Mazda ein bisschen Brain After. Aber ja, Mecklenburg-Vorpommern hat die Zone-Kontrolle und pusht jetzt erstmal auf die Blätter drauf von denen. Und Umaru bereits im Inkjet. Gucken, was er da reißen kann. Nicht Umaru viel. auch noch mit dem Inkjet. Ja, jetzt noch mal ein paar Dropshots hier. Ich denke mal von Mevli, weil Mevli ist literally der Einzige, der hier Dropshots macht. Umaru braucht. Ja, jetzt haben beide Armor. Armor-Battle hier gerade. Umaru kriegt die Armor gezogen. Da sei hier. Jetzt kommt auch Ma. Kommt auch jetzt hier rein in der Zone. 2 gegen 3 Situation jetzt allerdings. In der Seite von Mecklenburg-Vorpommern. Mevli muss hier jetzt aufpassen, denn jetzt kommt der Baller hier. Jetzt muss da sein ein bisschen aufpassen, weil die wird jetzt richtig hart geteamt und die ist weg. Mevli hier mit dem Kill und allgemein jetzt ist NRW hier ultra am Watchen. Oh. Armor draußen wieder auf Seiten von Mecklenburg-Vorpommern. Da kommt der Bomber schon raus. Picken die Mini. Schau. Zweck. Und da ist wahrscheinlich gleich Mats weg. Mats holt ihn sogar noch, aber kommt noch ein bisschen Damage. Haben Armor draußen, aber nur zu zweit. Mats hängt sich an der Wand da fest. Stirbt am Rapid. Rapid weiterhin Chip Damage auf die Scepter. Die da raushaben kann noch, aber wegjumpt. der Schaden war relativ begrenzt. Die konnten nur wenige Punkte holen und der Cooldown von Mecklenburg-Vorpommern ist schon wieder weg. Da kommt der Rapid mal kurz raus. Und das könnte gleich der Lead sein, wenn es sich direkt Nordwestfalen was machen möchte. Mevli im Inkjet wieder. Mevli im Aber die Armor Inkjet, fehlt. Lead ist allerdings taken. Kriegt zumindest nochmal den Turbo Blaster hier. Von Mecklenburg-Vorpommern. Control ist wieder taken, aber Lead ist gone. Und Die haben Counter-Armor. Überzahl für Mecklenburg-Vorpommern. Ja, allerdings Mevli hier mit Top mit Control hier. Spielt jetzt raus hier. Hat zumindest die Armor hier von Umaru gezogen. Da sei leistet hier noch ein bisschen Nachhilfe gegen Mevli. Das sieht hier wirklich sehr close aus. Joker hier fast den Direct kassiert. Jetzt kommt nochmal Baller rein hier vom Kenza Blasterino.
Oh, das ist Mats. Das Ei mit dem Direct. Muss jetzt ein bisschen auf Dings pushen, auf Ship Damage. Kriegt es nicht ganz hin. Kriegt aber noch ein bisschen Beihilfe von Martin. Und das ist jetzt erstmal NRW Mitterzone gewesen. Und jetzt hat Mecklenburg-Vorpommern wieder die Sonne erobert. Gerade so noch Platz. Da ist der nächste Inkjet-Treffer. Mev ist gerade heute wieder on fire. Oh. Nächster Inkjet-Treffer. Und der wird abgecampt. Von Martin, aber wow, das waren zwei sehr starke Inkjet-Directs hier. Martin hier jetzt mit der Special, mit der Suction Bob Wash, kehrt die Zone allerdings nicht ganz. Jetzt kommt noch mal ein bisschen Regen rein, aber trotzdem hat Mecklenburg-Vorpommern die Zone. Das ist jetzt eine Minute noch übrig hier. Und Mecklenburg-Vorpommern mit einer kleinen, aber feinen Führung hier. Wo sie gerade die Strafpunkte noch abbauen. Joker in den Mist. Es wird wahrscheinlich jetzt nur eine Mission müssen können. Mephli down. 3 vs 3, 3 vs 2 Situation. Vorteil Mecklenburg-Vorpommern. Haben auch den besseren Paint. Splash Paint im Main Scoot. Das Junior sowieso. Zone gestoppt, aber das wird zum Captain. Und jetzt werden sie wieder Punkte abarbeiten. Ja, die Cooldown-Points sind schon wieder weg. Also Joker sammelt auf jeden Fall schon mal die Special Tenta-Missiles. Werden auch schon mal released. Da kommt nochmal Baller rein. Das Sei ist down. Und jetzt kommt nochmal Suction Bubwatch hier von Martin. Aber wird getroffen, nur, zwei, von nur noch Joker. Und das ist wahrscheinlich das Game. Joker stirbt jetzt nur noch. Mephli kann er nicht viel ausrichten. Ist noch wieder los. Und es wird das Game sein. Mecklenburg-Vorpommern holt sich erstmal die Führung. Insane. Ich, wie gesagt, kürzer ja angesprochen kurz. Das ist ein Team, was jetzt nicht gerade viele auf dem Zettel hatten, würde ich behaupten. Aber sie zeigen, dass sie in die Top 4 aktuell gehören. Das war wirklich anders stark hier von beiden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Mecklenburg-Vorpommern hart unterschätzt. Sie haben gegen Hessen einen Punkt geholt. Ja, und während wir von Hessen sprechen, die Winners von diesem warten Game, als nächstes. Die warten als nächstes auf den Gewinner. Also, hier. Im nächsten Match werden wir so oder so einen Rematch so gesehen haben. Nordrhein-Westfalen, Meier haben ja einen Stream gehabt gegen Hessen, es waren 2-3 und Mecklenburg-Vorpommern 1-3 gegen Hessen. Jetzt aber erstmal auf dem Backfischstadion, Matchpoint für Mecklenburg. Als letztes östliches Bundesland. Yep. Best of three. Mecklenburg-Vorpommern jetzt mit dem Matchpoint hier. Jedoch gibt es noch Turmkommando Backfischstein. Oh, Operation Golf für Störwiff gibt es auch noch. Boah, da wurden schon einige Schlachten geschlagen hier in der DSW. Der Käse ist gerade sagt. Mecklenburg-Vorpommern 1 besteht aus 3 Division 3 Spielern und einem Division 6 Spieler. Das, zum Vergleich, Nordrhein-Westfalen besteht aus 3 Division 1 Spieler und 1 Division 2 Spieler. Also der Skill-Level von den Division ist stark verteilt. Aber die Teamarbeit von Mecklenburg-Vorpommern ist immens gut. Sky Entier, als ein kleiner Armor-Bot, holt immens viel Paint. Martin extrem viel Support als Paint für den Splash und mit den Kills. Umaru, wie gesagt, Käse, gute Erfahrung in DSB Division 1 Niveau. Es gab zwischen DSB Division 3 nach einer längeren Pause. Und wer fehlt, da sei, macht auch keinen schlechten Job hier mit seinem Crapit. Auf jeden Fall. Vielleicht kann man. Ja, kann natürlich von einem Underdog-Bonus sprechen. Aber vielleicht holt hier jetzt NRW den klitzekleinen Reaver Sweep. Ist ja nur ein Best of 3. Rein technically gesehen. Anyway. Wieder keine Backline. Keine Backline. Oh. Ja, man muss eigentlich sagen, Kegeldo. Also, die sind auf jeden Fall sehr aggressiv aufgestellt. Junior jetzt schon mit der Armor. Ob das jetzt natürlich was bringt, direkt die Armor zu zünden, während man nicht pusht. Vielleicht kann man natürlich die Mid-Control hier holen. Allerdings schon mal 2 down hier für von Mecklenburg-Vorpommern. Und das ist Gary hier. Komplett Amok läuft hier auf der Sei. Und das sind schon mal die ersten Punkte hier für NRW. Die ersten wichtigen Punkte hier für NRW. Weil, wie gesagt, Mecklenburg-Vorpommern hier gerade mit einem Matchpoint hier. Mavli gerade auf den Turm. Border draußen, Cloud draußen von NRW. Mephli ist in dem Tag mit dem Inkjet, trifft aber nichts. Das ist Martin hier jetzt gerade mega hart unter Druck.
Checkpoint 2 durch. Mavli hier jetzt übernimmt wieder den Turm. Da kommt nochmal die Booyah-Bomb raus. Mats geht hier down an Martin. Und das würde jetzt, das glaube, das wird jetzt erstmal der Push gewesen sein hier für NRW. Hier noch 36 Punkte plus 2 Checkpoints. Das ist immens stark. Hier nochmal ein Direct hier von der Sei. Ja, die holen jetzt ein bisschen Mid-Control hier wieder zurück, die Mecklenburg-Vorpommern. Aber großartig kommt jetzt gerade nichts. Oh, da trifft also erstmal den Dieback auf Mavli. Geht hier aber down gegen Joker. Die Frage ist, wie gut können sie halt, wie gesagt, drauf pushen, weil es ist eine sehr defensive Map gebaut, vor allem für die Verteidiger sehr gut. Und Range ist da auch nicht gerade ein Nachteil. Ja, man muss halt auch sagen, Mecklenburg-Vorpommern hier gerade ohne Backline. Da kommt jetzt sehr viel Gegenwind hier gerade vom Mann. Oh. Und Gary sagt sich einfach so, Splashwall, Bomb. Gut, da kann man beiden Seiten von der Bombe rein, da hätte jetzt nicht viel machen können. Er wäre von irgendeiner gepickt worden. Ja, das stimmt auch wieder. Wie gesagt, Splashwall kann auch in beiden Oh! Ja, und Käse aka Umaro sagt so, okay, du hast einen Bombengegner zu splashern. Ich treffe dich mal mit dem Inkjet in die Fresse. Ei, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Da kommt nochmal die Booyah-Bomb hier auf Stance. Joker wird gepickt hier von der Booyah. Kriegt nochmal einen Trade gegen Mavli. Sky sammelt erstmal Armor. Matt hier fast sogar den Kill hier auf die T-Tech gekriegt. Aber momentan immer noch sehr viel Mid-Control hier für Mecklenburg-Vorpommern. Die versuchen jetzt auch den ersten Checkpoint hier zu kriegen. Mats greift auch direkt an. Stirbt aber gegen den Rapid. Umaru auch geht down, Mavli jumps raus. Es sind nur noch Gary und Joker in der Mitte. Aber der Checkpoint wird verteidigen, das ist das Wichtige, weil das ist ein großer Checkpoint bei der 1. Extrem wichtig, da kommt die Booyah hoch. Mavli da unten. Oh, da war eine Suction Bomb hier. Und oh, Gary rastet aus. Kriegt zumindest 2 Picks. Ja, Gary aber alleine gerade. Mats ist respawned. Und jetzt kann Sky anders in den Turm pushen. Hat auch nicht viel zu färben für eine Armor. 33% so circa. Und wird er gedoppelt, wird stirbt da. Mats da auf dem Push auf Dasei gerade. Muss jetzt ein bisschen aufpassen hier gegen Dasei. Wird sogar noch geteamt hier von. Oh, Mats setzt zum Flank an. Mats setzt zum Flank an. Mats ist tot. Mats, ich meine Martin, sorry. So einfach. Oh, da hat Mavli eurem Inkjet gepressert. Ist One-Shot, der kommt da gerade noch so raus. Sky jetzt auf dem Turm, das dürfte eigentlich zu 100% der Turm jetzt sein. Und der Checkpoint, letzte Minute beginnt. Wir gehen auf den Weg zur Richtung Checkpoint 2. Sie benötigen unter dem zweiten Checkpoint Inkjet und Armor ready. Armor draußen. Inkjet jetzt nicht draußen, aber in der Bombe. T-Tech down. Das ist die Junior ebenfalls down, die auf dem Turm war. Und der Turm ist komplett Martin leer. Alleine. Martin alleine hinten. Hinter deinen feindlichen Nien, Martin alleine. Wieder ja, gegen 4 gerade. Hält alle auf, dass sogar die Mid-Control nicht verlieren. Sogar ein Trade. Aber das ist halt trotzdem Tower auf 0 Punkt und der zweite Checkpoint nicht erreicht. Und wir haben noch eine halbe Minute zu spielen hier. Wir haben noch eine halbe Minute zu spielen. Unterwegs mit dem Baller. Hier kann sich theoretisch gesehen noch was drehen. Trade mit Umaru für Mats. So, das ist jetzt aber der potenziell letzte Push hier für Mecklenburg-Vorpommern. Amor kommt raus auf den NRW-Seite. Oh. Mavli geht down, klaut auch raus. Da kommt aber der Double Kill mit der Bombe. Und das war's. Gary hier. Manchmal haben. Alter, hast du das gesehen? Gary ist manchmal halt haben Bomben. Manchmal. Ja? Ja, hab ich. Manchmal haben Bombenspieler mehr Luck als Verstand. Gary ist halt auf den Tower gesprungen, hat den Tower halt so literally verfehlt, weil der Turm halt zu Gary ging und Gary vom Turm weg. Sag ich ja. Erst einen Double machen mit der Bombe und dann den Stamp auf den Turm verkacken. Das sah funny aus, now. Das sah wirklich richtig funny aus. So. Wer hat Bock auf Entscheidungsmatch wieder? Ja. Ja, immens viele wenige Nuller.
Rainmaker auf Sturgeon, Operation Goldfisch auf Störwerft. Das ist Losers Semi-Finals. Wer das Ding gewinnt, steht auf dem Treppchen. Wer wird Baden-Württemberg und Hessen aufs Treppchen joinen? Nordrhein-Westfalen oder das nördliche Bundesland Mecklenburg-Vorpommern an der Ostsee? Also ich muss ganz ehrlich sagen, die beiden Teams schenken sich aber auch nichts, ne? Also, natürlich hat dieses erste Opening hier von NRW hat ziemlich gut getan für das Team tatsächlich, weil die halt sehr viel gepusht haben, beziehungsweise pushen konnten. Direkt im ersten. Natürlich hat Mecklenburg-Vorpommern mehr Kontrolle gekriegt. Sogar mit Kontrolle über die meiste Zeit, oder? Ja, eigentlich schon. Aber haben halt trotzdem nicht das Momentum gekriegt, das halt NRW hatte. Und deswegen hat auch NRW sich auf den zweiten Checkpoint ausruhen können, haben das auch relativ gut verteidigt, haben das sehr gut durchgesetzt und jetzt stehen sie dort. Waymakers auf Sturgeon Shipyard, Operation Goldfisch auf Störwerft. Mal sehen, wer wird im Endeffekt das Siegerteam sein oder werden wir wieder ein Cheese à la Trinity sehen. Wer weiß es. NRW gegen Mecklenburg-Vorpommern. Silver Scrapes. Momentan, ja. Also wir haben wieder keine Backline auf Seiten von Mecklenburg-Vorpommern. Zwei Down von NRW. Das fängt nicht gut an. Ja, und die Push. Die Way war fast ready. Die Way muss jetzt rauskommen. Ja, die kommt auch raus. SkyN verfehlt den Jump. Wollte nochmal ein paar Punkte gut machen. Für den Suicide. Und das ist auf jeden Fall schon mal der Pop hier für NRW. Aber 47 Punkte schon bereit. Und Mecklenburg will auch noch nicht. Mecklenburg will mehr. Allerdings, das ist die T-Tech jetzt erstmal down. Waymaker wurde jetzt erstmal resettet. Wie lautet die weitere Strategie hier jetzt gerade von Mecklenburg? Oh, sehr schöne Around the Corner Map, Schatz hier. Die Map. Das sieht jetzt gerade wirklich sehr intens aus, allerdings mit einem kleinen Vorteil hier jetzt gerade für Mecklenburg-Vorpommern. Die haben jetzt wieder den Waymaker. Joker wird jetzt wahrscheinlich die Stingray zünden. Stingray ist gezündet. Mal schauen, ob es auch den Waymaker picken wird. War close gewesen. Allerdings Martin jetzt bei dem Backliner. Sehr viel Aggression hier gerade von Martin. Kann er nix picken, leider. Ja. Hier nach wie vor Männer B ist sehr stark beschränkt. Umaru hier mit dem Pick auf seinen Ex-Teammate und kann erstmal weiter pushen. 3 vs 3 jetzt, da kommt die nächste Version wieder raus. Martin versucht jetzt nochmal doch noch im Top mit, beziehungsweise in der Angriffsdrittel zu bleiben gerade. Kriegt ja zumindest die Armor. Wartet natürlich nicht ab, bis die Armor expired. Pickt sogar Joker weg. Das ist jetzt eine 3 gegen 3 Situation. Und Mavli wurde gepickt. NRW ist wieder in Unterzahl. NRW hat gerade massive Probleme weg, wo man das Spiel komplett gut unter Kontrolle. Sie kommen nicht in die Mitte. Und wenn sie in die Mitte kommen, meistens mit mehr Verlusten als Siegen. Ja. Vielleicht jetzt mal. Weil jetzt sind sie alle in der Mitte und haben die Mitte. Das kann jetzt aber natürlich, ja, jetzt picken sie zumindest den Waymaker. Jetzt kommt dann nochmal der Inkjet unterwegs. Versucht jetzt nochmal einen Pick zu kriegen. Da ist allerdings einer schon mal down. Oh, Martin kriegt nicht den Waymaker. Kann sich doch gerade verteidigen hier. Aber wird dann im Endeffekt gepickt hier von der Cancer Weapon Blaster. Und das ist huge gerade für die Underdogs, für Mecklenburg-Vorpommern. Mavli da unten und da, der sieht ihn einfach. Aber Mavli kann ihn treffen, wenn er die Divex nicht trifft.
Und das sieht jetzt weiter allgemein sehr gefährlich aus. Nonetheless. Nächster Push hier jetzt gerade für NRW. Erster Pick, zweiter Pick, Joker. Und da, jetzt lasert er natürlich auch noch Top Left ab. Damit der Push auf jeden Fall schon mal bereit ist. Nochmal ein paar Dropshots hier. Auf. Da kommt die Buja aber raus. Marty schmeißt einfach rein und dann ist erstmal der Push gestoppt. Die Dualis sind auch down. Und Mephi kann da nicht, nee, nicht Mephi, Gary kann da nicht groß was machen. Sie stoppen ihn auf 75 und die Zeit läuft zwischen Mac und NRW. Das wird hier jetzt gerade, wie gesagt, sehr kritisch hier für NRW. Wir haben noch 1 Minute 20. Natürlich jetzt nicht die weite Welt. Oh, Maro dagegen 3! Fällt der Unlucky runter. Mavli wird gepickt, Mats wird gepickt. Martin 2! Es ist einfach ein Tag-Team hier. Wenn Umaru geht rein, stirbt, dann kommt Martin hinterher und pickt die anderen beiden. Oh, letzte Minute. NRW ist am Zugzwang. Werden sich hier gegen die kleinen, aber feinen Underdogs verlieren. Das wäre dann sicherlich ein sehr großer Upset hier. Letztes NRW-Team. Waymaker wurde gepickt hier. Und das kommt Gary. Kommt da wirklich zum Plan hier gerade. 2v4-Situation. Das ist nochmal die T-Tech hier gegen die NZEP. Mal gucken, wer den Pick im Endeffekt kriegt. Umaru. Niemand. Oder Gary. Momentan schaut es wirklich so aus, als wäre es niemand. Umaru allerdings jetzt gegen lebt aber noch, kommt er wieder raus. Joker kriegt den Jump hier. Und wer ist da oben? Oh. Wer ist da oben? Niemand. Niemand. Und das ist Joker mit dem Lead. Eiskalt die Taktik verfolgt, die Skyant am Anfang machen wollte. Und das rettet NRW so ein bisschen die Tentakeln. Und jetzt kommt der finale Push. Jetzt Martin. Kommt der finale Push. Umaru down. Neff mit DC. Neff mit DC. Wenn es jetzt ein Comeback gibt, da kommt die Bay raus. Stingray wird Martin gepickt. Nein. Oh mein Gott. Mev Deceit wird nicht gepunished. Nichtsdestotrotz, gigantisch von Mecklenburg-Vorpommern. Gigantisch. Ich habe echt nicht erwartet, dass das wirklich so knapp war. Top 4. Und wir kriegen Hessen gegen NRW wieder. Ja gut, ich denke mal überhaupt, Mecklenburg-Vorpommern gegen NRW wäre genauso spannend gewesen. gegen Hessen. Kann mal reden. Ja, Ben, Umaru ist auch als Käse bekannt von Checkmate, die Andrew geschrieben hat. MV ist Underdog in dem Sinne, also für uns ein Underdog in dem Sinne, dadurch, dass NRW die deutlich more experienced Player hat und Mecklenburg-Vorpommern nicht. Klar ist es bei einem Pickup ein bisschen was anderes, aber im Normalfall sollten auch 4 Division 1 Spieler, 4 Division 5 Spieler einfach easy abziehen. Okay. Wir machen eine klitzekleine Pause, bereiten das nächste Screen vor und danach sind wir sofort wieder da mit NRW gegen Hessen. Damit be right back und stay tuned.